Ganz im Hintergrund sehen wir schneebedeckt die Berge, Halbtalwald im Hintergrund. Die Wurzeln, die abgerissen sind, ragen also dann heraus aus diesem Wurzelpenner. Der Baum ist gekippt. Wir sehen einen Menschen, ein ganz konkreter Mensch mit Namen, der sein Leben hier riskiert. Auf der einen Seite zeigt die Arbeit die Destruktion, die wir im Wald sehen und die Gefährdung des Waldes. Auf der anderen Seite zeigt diese Arbeit den wahnsinnigen Drive, den wir als Menschheit haben, diese Disaster Zones wieder aufzuräumen und alles wieder gut zu machen.